Wie Putin Deutschland ins Chaos stürzen wollte und seine Pläne in letzter Sekunde durchkreuzt wurden. Humor lebt von Überspitzungen, Übertreibungen, dem Herausarbeiten von Kontrasten. Eine Nachricht allein kann nicht witzig sein. So habe ich es mal gelernt. Von wegen. Noch nie habe ich als Kabarettist erlebt, dass man so viele Meldungen einfach eins zu eins vortragen kann, ohne Veränderung. Und das aufgeklärte Publikum lacht sich schlapp. Sofern man ein aufgeklärtes Publikum noch findet. Mein Lieblingsbeispiel aus der Corona-Zeit ist das hier. Wegen der Infektionsgefahr mit Corona findet die Beratung des Sozialen Dienstes für Hörgeschädigte derzeit nur telefonisch statt. Es verrät viel über den Stand einer Gesellschaft, wenn so etwas veröffentlicht wird, ohne dass auch nur ein einziger Mensch in der Redaktion bemerkt, irgendwas ist hier komisch. Die folgende Lektüre wurde jüngst unter anderem von der Frankfurter Rundschau veröffentlicht. Nicht zu fassen. Ich möchte darauf hinweisen, dass es sich hier nicht um einen Roman oder Satire handelt, sondern um seriöse Qualitätsberichterstattung. Wie Putin Deutschland ins Chaos stürzen wollte und seine Pläne in letzter Sekunde durchkreuzt wurden. Flächendeckende Stromausfälle, kalte Wohnungen, verwaiste Arbeitsplätze. Diesem Chaos ist Deutschland kurz nach Beginn des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine wohl nur knapp entgangen. Wie jüngste Berichte enthüllen, schrammte die Bundesrepublik nur knapp an einem Blackout und einem daraus resultierenden Chaos vorbei. Laut Recherchen des Handelsblatts verhinderten lediglich zwei russische Whistleblower, dass Deutschland einem Energiechaos entging. Doppelter Negativ. Naja, kann passieren. Die Ampelregierung reagierte nach der Enthüllung demnach indes schnell und schaffte es, den Angriff Moskaus abzuwehren. Ich möchte darauf hinweisen, dass es sich hier nicht um einen Roman oder Satire handelt, sondern um seriöse Qualitätsberichterstattung. Demnach hatte der Kreml bereits den Krieg mit dem Gas befohlen. Er wollte die Lieferungen nach Deutschland von einem Tag auf den anderen beenden, um das Land ohne russisches Gas, das tief in die deutsche Infrastruktur verzweigt war, ins Chaos. Merken Sie was? Fünfmal das Wort Chaos. Da sind wir immer noch erst am Anfang des Artikels und ich habe gnädigerweise Bildunterzeilen sowie Zwischenüberschriften nicht mitgezählt. Da kommt das Wort Chaos noch zwei weitere Male vor. Laut Städtebundchef Gerd Landsberg hätte der Plan bei einem Erfolg dramatische Auswirkungen gehabt. Millionen wären in ihren kalten Wohnungen gesessen. Zudem hätten Ämter wegen der Kälte nicht arbeiten, Geschäfte nicht öffnen können. Millionen Beschäftigte hätten nicht zur Arbeit gekonnt, der Kälte wegen. Im April 2022. Im April? Okay, der April 2022 war anfangs wohl noch recht kalt. Das wollen wir nicht unterschlagen. Und außerdem hätte doch allein die Aussicht auf einen plötzlichen Zwangslockdown unser Land ins Chaos gestürzt. Wochenlang alles dicht. Also sowas kann nur ein Diktator wie Putin den Menschen antun. Oder andere Diktatoren. Als klar war, was Russland plante, versammelte sich demnach 50 Stunden vor dem Stichtag eine kleine Gruppe von Beamten im vor Abhörung sicheren Sprechzimmer von Vizekanzler Robert Habeck. Tja, und wie so oft im Leben lauert auch hier die wahrhaft wichtige Information zwischendrin im Detail. Achten Sie auf die Datumsangabe. Laut Handelsblatt scheiterte die groß angelegte Aktion an zwei russischen Managern. Am 1. April verrieten sie den deutschen Politikern ihren Plan. Am 1. April. Kein Scherz. So veröffentlicht. Ganz ohne Zwinkersmiley. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich auch 2024 live zu sehen sein werde. Nach langer Pause übrigens auch mal wieder in Österreich und nach noch längerer Zeit ebenso live auf Englisch. Happy New Year. Unterstützen Sie unsere Arbeit und abonnieren Sie unser hochwertiges Politik-Spezialmagazin. Das erscheint mindestens 10-mal im Jahr und wird Ihnen dann per E-Mail als PDF zugestellt.